Mhm. Und hier? Och du Scheiße. Das würde ich gerne, theoretisch gerne alles mitnehmen. Aber auch einen Granatenwerfer. Einen Granatenwerfer haben wir bisher noch gar nicht. Weißt du was? Zerstören. Das machen, das nehmen wir mit. Das machen wir auf. Und Kaliber 45er Munition. Das hier können wir mal benutzen. Nehmen wir das mit. Das ist, das können wir zerstören. Können wir auch mal zerstören. Ein Brandbeschleuniger. Dies könnte wohl Truckmotor durchschmelzen. Ach du Scheiße. Aber was ordentliches. Eine M9, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Sturmgewehr. Sturmgewehr ist eigentlich geil. Sturmgewehr ist immer geil. Ja, das hier verwenden wir nie. Na, grundsätzlich geiles Zeug dabei. So, bevor wir jetzt hier irgendwie weitergehen, haben wir hier nochmal alles andere durchsuchen hier. Da ist nichts, wo ich rein kann. Ich glaube, so langsam begeben wir uns mal ein bisschen auf den Heimweg. Hoffen, dass die Baumaterialien, die wir haben, dann reichen werden. Oh, komm. Mein Bezweifel ist, dass die reichen werden. Aber man kann es ja hoffen, ne? Einfach mal hoffen. Oh. Falscher Eingang. Ziemlich tödliche Eingänge anscheinend. So, dann gucken, dass ich jetzt hier wieder rauskomme. In meinem Pickup komme. Und dass wir dann ab nach Hause kommen. Ja, beim Sprinten verliere ich viel Ausdauer. Lalala. Aber ich sprinte ja gar nicht. Ich fahre ja. Fahre ja einfach weg. Nein, mach mal weg hier. So. Einfach mal die Markierung wegmachen. Ja, ja. Ach. Hoffe ich, dass wir hier durch die Barrikade kommen mit dem Auto. Wieder gezielt hier durchfahren. Auch ganz gezielt. Ups. So. Und dann können wir gucken, dass wir den anderen helfen und hast du nicht gesehen, das, weswegen sie da schon wieder rumheulen. Ah, er bedroht mich ein Zombie. Ich meine, ich habe Stärke Level 50, aber der eine Zombie, du, nee, ich brauche Hilfe. Voll die Hilfe. New. Und von der Zombie-Horde ist ein Zombie übergeblieben, deswegen ist es noch nicht ganz eine Zombie-Horde getötet. Aber egal. So, einmal hier lang. Glaube ich doch. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, so vom Prinzip her. Und dann nach wie vor hoffe ich, dass es reicht. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir dann gleich eine der Quests. Ja, dann können wir die gleich machen. Wenn wir eh schon hier vorbeifahren. Hallo? Er hat sich in Lagerhaus verschanzt. Er ist mal wieder schlau. Das könnte von mir kommen, so schlau ist das. Hallo? Immer dasselbe. Immer muss man alles selber hier aufräumen. Es gibt's doch nicht. Außerdem, ne, die 5 Minuten hättest du bestimmt jetzt auch noch selber ausgeharrt. Ne? Ob ich jetzt hier vorbeigekommen wäre oder nicht, ne? Das ist ja egal, so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man wirklich noch viel länger braucht, dass dann halt tatsächlich mal die Personen sterben. Das halte ich durchaus für möglich.
So. Keine Ausdauer hier gerade. So, wo ist denn Janet hier? Was machst du denn hier drin? Willst du nicht mal selber kämpfen? Nein? Kommst du mal wieder einfach nicht dazu? Es ist doch nicht wahr. Ja, ich springe immer so auf engen Raum so herum. So. Und jetzt hier weg. Einfach nur noch weg. Hallo. Einsteigen. Ist es sogar zu blöd zum Einsteigen? Ja, dann kein Wunder, dass du auch zu blöd bist zum Zombies bekämpfen. Es ist doch nicht wahr. Ups. Die Horde rennt und ist auch schon tot. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich hab sie nicht gefragt. Ich hab sie nur überfahren. So, die gute alte Lagerhalle. Ja, ja. There you go. Don't say I never gave 15 Baumaterialien. Und nochmal 15. You got it from here? Thanks. We've got it from here. Und nochmal 15. Ah, jetzt haben wir definitiv genug Baumaterialien. Muss man ja doch sagen. There you go. So. Don't say I never gave you anything. Dann lassen wir hier nochmal jede Menge Zeug hier. Was brauchen wir denn hier? 45er. Ja, wir legen das hier trotzdem alles ab. Ne? Alles, was jetzt hier, ne, nicht nied- und nagelfest ist, einfach mal ablegen. Und ja, vielleicht gehen wir wieder rüber zum Markus oder so. Was ist denn hier die nächste Quest? Jemand hat Angst, jemand braucht eine Ansprache. Zeit wieder ein paar Zombies kloppen, das können wir mal eben schnell machen. Das bist du? Der Gage. Hey Gage, geh mir ein Stück. So, dann gehen wir mal mit dem Gage. Mit dem Gage gehen wir jetzt einfach mal ein paar Zombies schnetzeln. In einem guten alten Fastfood-Restaurant. Der Tartanmarkt. So viel zu dem Fastfood-Restaurant. Bams. Ja, es, ja, er, seine Angst ist berechtigt. Ja, ne, wir machen das ja hier, ne, weil er ja Angst hat. Und schon kommen wir wieder nach Hause. Yay. Das sind so die Easy Quests, weißt du? Die selbst ich hinkriege. Du hast bis Halle hingekriegt, Mama. We're about done. Thank you, by the way. I couldn't have done this without you. Bullshit. I mean it. We gotta stick together, right? Alone, I would have been vulnerable. We need people to watch our backs. I appreciate your concern. So. Thanks. Wo ist denn jetzt der Markus? Das ist Lilly? Nee, das ist nicht Lilly. Lilly schläft nie. Die schläft nie. Das ist Emilia. Das ist jemand. Hier haben wir nichts, aber jede Menge Grills. Hier haben wir Gedöns. Auch irgendwie, dass wir eigentlich mehr Lebensmittel haben, als wir Lagerkapazitäten haben. Hat irgendwie auch keine wirkliche große Auswirkung. Na gut, Markus könnte jetzt auch der sein, der jetzt da in Not ist. Mal wieder. Warum auch immer der in Not sein sollte, aber naja. Wobei, wir haben ihn ja einmal fast verloren. Mindestens einmal. So. Ja, ja, soon. In Klammern TM. Vor allem immer da oben, weißt du? Immer da oben verschanzen die sich.
Wann lernen die es endlich, weißt du? Wenn ihr alleine unterwegs seid, dann geht einfach nicht nach da oben hin. Ist kein Grund hier zu sein. Wirklich. Nix. Auch ja, nix. Hallo. 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 Da haben wir einen Zombie. Das ist auch schon mal schön. Na komm. Und stirb. Bams. Da kommen weitere Zombies an. Das ist natürlich super. Nur weil ich wieder meinen Arsch hier drauf wetten muss hier, dass das hier, ne, opfern muss, dass hier die Leute an den Start kommen. Es ist doch nicht wahr. Das kann es doch nicht sein. Immer sind wir hier die Verarschten. Und wie dankt uns das die Community? Ja, du darfst dir jetzt vielleicht auch mal etwas von den guten Waffen mitnehmen. Ernsthaft? Das ist so ein bisschen so, weißt du? Wenn man schon einfach alles macht. Oh nein, 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 nein. Oh, komm. Oh, shit, shit, shit. Komm, komm. Ah. Oh. Ah. 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 Man muss es jetzt aber auch noch unbedingt spannend machen, ja? Es ist doch nicht wahr. Und da ist hier niemand. Ich glaube, es hackt. Ich glaube wirklich, es hackt. Immer da? Wie ich einfach hier durch jedes Fenster einfach mal durchspringe. Joa, stört ja keinen. Sind ja alle versichert, habe ich gehört. Aber nicht gegen Zombie-Apokalypsen. Okay. Und hoi! Da kommt so eine Horde. Die sollte ich vielleicht erledigen. Oder ignorieren. Man weiß es nicht genau. Hallo? Hey, are you in there? Anscheinend nicht. So, dann gehen wir hier rein. Hallo? Ach da. Das ist nicht Markus. Wollte ich nur mal anmerken. So. Dann nehmen wir hier mal den guten alten Pickup wieder mit, der da, ne, total qualmt auf der Straße steht. Ne, der hier, der steht ja auch schon etwas länger. Naja. Zombies hier, Zombies da, weiß, die kommen auch nicht in die offene Tür. Ah, das finde ich super. Genau, tritt ihn runter. Mag jetzt hier nicht unbedingt irgendwo gegenfahren. So. Ups. So viel zu dem. Ich mag jetzt hier nicht irgendwo unbedingt gegenfahren. Ja. Okay. So, komm her. Gehen wir mal rein. So, da haben wir das auch erledigt. Aber wo ist Markus? Ich habe keine Ahnung. Nee, im Ernst, ich habe keine Ahnung. Können jetzt hier nochmal gucken? Also angeblich ist er, ihm geht's gut, ne, und alles, aber wo ist er? Ist immer noch Amelia, die hier schläft. Das ist der, den wir gerade gerettet haben, glaube ich. Markus. Immer dieses Gesuche, ne, nach bestimmten Personen. Immer. Immer, immer, immer. Du bist auch nicht der. Du bist der, den ich gerade gerettet habe. Nee, der ist Aiden. Hallo, Aiden. Sergio ist traurig. Der ist ja doof. Aber das interessiert mich jetzt auch eigentlich eher wenig.